Oh, Samedin, da! Bitcoin war hier vor einem Jahr bei knapp 16.000, 15.000 Dollar. Und du hast dir nichts gegönnt, weil du gedacht hast, dass es weiter runterfällt. Das dachten sich viele Menschen, vor allem die Menschen, die dem guten Hoss folgen. Und nachdem mein Video, das erste Video über den Hoss und Hopf gemeldet wurde, jetzt langsam persönlich. Und jetzt habe ich mir die Zeit genommen und mir genau das eine Video angeguckt, wo Bitcoin bei knapp 16.000 Dollar war. Was hat denn der da uns erzählt? Da sitzt der Minus. Labapalaba, labapalaba. Ihr könnt euch gerne das Video auch anschauen, ne? Ich meine, ich schau mal den Link, den Timestamp mal da unten drunter mal rein, könnt ihr euch mal anschauen. Und ich bin kein großer Raketenwissenschaftler, aber der Hoss hat wirklich das Talent, sich nicht auf eine Aussage festzuhalten, ne? Der sagt, wenn das und das passiert, dann geht's runter. Wenn das und das passiert, dann geht's hoch. Und dann eigentlich runter, eigentlich hoch, eigentlich runter, runter, eigentlich hoch, hoch, hoch. Und, Alter, ganz ehrlich, ey. Dafür brauche ich ja mir kein Video anzugucken. Ich weiß ja selber, ob die Scheiße hoch oder runter geht, dass die hoch oder runter gehen kann, ne? Aber wenn man, das wird jetzt interessant, vielleicht sind auch ein paar schlaue Leute von euch mit dabei, dass sich empirisch diese paar Minuten anschaut, dann merkt man, also ich zumindest, meine Meinung, ich zumindest habe wahrgenommen, dass er viel öfters gesagt hat, dass es runtergeht, als dass es hochgeht. Und das ist natürlich für etwas Menschen, die etwas einfacher gestrickt sind, die etwas einfacher denken, ne? Die nur eine Nasenlänge lang gucken können. Wenn irgendjemand dir öfter sagt, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass es runterfällt, viel öfter sich wiederholt, dann denken sie auch, dass es runterfällt. Verstehst du, was ich meine? Nichts für ungut, aber vielleicht sollte man aufhören, jeder beschissenen inklusive mir. Nicht umsonst heißt das immer, do your own research, mach deine eigene Recherche. Und nur weil irgendwas gut verpackt ist oder gut gemacht ist, heißt noch lange nicht, dass es richtig gut ist, ne? Wenn ich dir ein Schokokuchen, ja, so ein Schokowürstchen-Törtchen aus dem Hintereingang produziert habe, das auf ein Silbertablett lege und ein bisschen Streusel drauf mache, beißt du ja auch nicht rein. Aber bei sozialen Medien ist es ganz einfach, weil ist ja nicht vorhanden. Wir haben nur zwei Sinne, die wir bei sozialen Medien nutzen können. Sind das zwei Sinne? Ja, doch schon. Nur mit zwei Sinnen können wir arbeiten. Hören und sehen. Das ist ein bisschen wenig. Das ist ein bisschen wenig für eine zwischenmenschliche Interaktion. Egal, wie dem auch immer sei, ist mir alles Bums, das reicht mir schon. Hauptsache, der Hoss hat genug Geld mit FTX gemacht. Nö. Könnt ihr euch noch daran erinnern? FTX ist das Beste und das Sicherste auf der Welt. Hab ich schon mal Scheiße gemacht, angedreht? Auf jeden Fall, Mann. Ich habe sogar Scheiße auf Goldtabletts präsentiert. Und ich muss immer wieder sagen, wenn ich gegen andere schieße, muss man sich auch an die eigene Nase packen. Ja, mache ich auch. Ja, mache ich. Habe ich gemacht. Diejenigen, die mir länger folgen, wissen, es ist nicht immer alles gut und ich bin auch nicht der perfekte und fehlerfreiste, womit ich aber ein Problem habe, wenn Leute aus ihrem überheblichen Bullshit anfangen, mir auf den Sack zu gehen. Damit habe ich ein Problem. Versteht ihr? Wir sind alle Internetnutzer. Wir sind alle auf diesem Internetstraßenstrich. Soziale Medien. Lass die Freier kommen, wie sie kommen. Lass uns Likes geben, wie sie kommen. Aber hör mir auf mit irgendeinem Bullshit, mit irgendeinem moralischen Laber-Palaber. Und ich weiß, wie das alles funktioniert. Und ich habe mir die Daten angeguckt und ich habe hier Chartanalyse gemacht. Und dann einfach alle 2 Minuten sagen, ja, es kann runtergehen, es kann hochgehen, es kann runtergehen, es kann hochgehen. Guckt euch die Videos von Hoss an. Es besteht ja nur daraus, ja, es kann hoch, es kann runter. Ja, danke für nichts. Super, super Datenanalyse gemacht.
Verstehe ich ihn auch. Der darf sich ja auch nicht aufgrund der Kaufberatung, aufgrund der gesetzlichen Lage, auf irgendwas festlegen. Darf er nicht. Aber dann soll er doch aufhören, den Bullshit mir zu verlabern. Und soll er doch aufhören mit irgendwelchen kleinen Taschentricks, Psychotaschentricks, die Nachrichten, die Botschaften, die er doch vermitteln will, durch eine Wiederholung mir in den Maul zu stecken. Ich möchte nicht, dass mir jemand was ins Maul steckt. Ich möchte jemandem was ins Maul reinstecken. So, jetzt ist genug. Komm, 5 Minuten Palaver gemacht, ja. Ach komm, machen wir noch ein bisschen Krypto. Hono, also Mangafi, ist voll im Fahrplan. Wird immer mehr Ethereum wert. Bären ist am Geben. Fun Fact, Bären wird bis zum chinesischen Neujahr, bis zum 10. Februar, Bonk nicht burnen, sondern Bonk an die Leute, die Bären halten, ausschütten. Es kann natürlich weiterhin steigen, wenn mehr Leute kaufen. Es kann aber auch natürlich wieder fallen, wenn viele Leute verkaufen. Ne? Und dann mache ich mir irgendwann mal ein halbes Jahr später so einen Ausschnitt, ja, aus diesem Video und sag dann so, ja, ich habe es damals gesagt, dass es steigen würde, ne? Aber dass ich vor 2 Sekunden vorher gesagt habe, dass es fallen könnte, mache ich natürlich nicht in mein Short-Video rein. Ja, und so funktioniert es, Alter. So funktioniert es. Alter. Es wird alles gelutscht und in den Mund genommen mitsamt Sack. Solange man genug Ansichten, Views, Ansichten für den eigenen Content bekommt. Meine Fresse, geht mir das alles ans Herz. Ich liebe euch alle. Ich liebe euch alle. Ihr seid alle Gottes Schöpfung. Ja. Aber ihr müsst auch bedenken, dass Gott in seiner Weisheit auch sowas erschaffen hat wie die Seegurke, die durch ihr Arschloch atmet. Ne? Und auch das ist eine schöne Kreatur. In diesem Sinne, frohe Weihnachten.